Dieses Spiel gab es vor 2 Wochen schon einmal. Es wurde beim Stand von 1:1 wegen eines starken Unwetters über Hamburg abgebrochen. Heute also auf ein neues im Wiederholungsspiel wieder mit Jan Lüneburg. Im Hinspiel hat er für den einzigen Norderstedter Treffer gesorgt. Heute soll es auch wieder dazu kommen. Und es sah gut aus für ihn und sein Team von Beginn an. Die dominierende Mannschaft Lüneburg hier per Kopf mit der ersten Chance des Spiels. Und auch nach 15 Minuten die Eintracht weiterhin die spielbestimmende Mannschaft. Das ist Nick Brisewak, hat zu viel Platz aus der Distanz. Algermissen kann den nicht festhalten. Und Jan Lüneburg mit dem 1:0. Und es ist sein Jubiläum, es ist der 50. Regionalliga-Treffer für Jan Lüneburg. Bei den Bedingungen ist der Ball schwierig festzuhalten für Keeper Sascha Algermissen. Der kommt vorher sogar nochmal auf. Aber Lüneburg riecht das, wie das ein Stürmer eben tun muss. Und auch nach dem Treffer die Eintracht weiterhin offensivfreudig. Gute Flanke, Jan Lüneburg setzt sich durch, kriegt den aber nicht gedrückt. Hannover hielt sich weitestgehend zurück. Die einzige Möglichkeit des ersten Durchgangs kommt durch Mohamed Darwish. Ein leichtes Raunen, mehr dann aber auch nicht. Und Norderstedt auf der anderen Seite, das sah spielerisch richtig gut aus. Brisewak auf Rico Borg und der probiert es aus Spitzenwinkel. Sascha Algermissen, der beste Hannoveraner im ersten Durchgang zur Stelle, und wir wissen alle, was das heißt. Kurz vor der Pause nochmal dieser lange Ball und der kommt auf Jordan Brown. Und einmal mehr Sascha Algermissen, richtig, richtig gute Parade. Und Norderstedt musste sich fast schon vorwerfen, dass es nur mit einem Torvorsprung in die Pause ging. In Durchgang 2 glichen sich die Kräfteverhältnisse ein bisschen an, auch wenn dieser Ball für Hucksoll kein Problem ist. Dann musste Jan Lüneburg ausgewechselt werden. Grund dafür waren Adduktorenprobleme. Für ihn kam Michael Kobert. 67. Minute, mal ein langer Ball von Hannover und auf einmal springt Rico Bock dazwischen, überlistet seinen eigenen Keeper und bringt den HSC Hannover zurück in dieses Spiel. Zugegebenermaßen muss er da auch hin, weil Hauke Bartels dahinter lauert, zum Einschieben bereit, allerdings das natürlich trotzdem hoch unglücklich. Und auf einmal gab es sowas wie Chancen für die eigentlich unterlegenen Gäste. Das ist Kasumovic auf Rode Heso gegen Borg. Der lässt passieren. Möglichkeit zur Hereingabe in die Mitte. Die kommt aber nicht an. Jens Martens, noch so überzeugt vom ersten Durchgang, wurde zunehmend unzufrieden und peitschte sein Team nach vorn. Das hatte Wirkung. 76. Minute, Jordan Brown auf Johann von Knebel. Klasse Ballverarbeitung und das 2:1. Mitten in den Aufwind der Gäste, Johann von Knebel mit dem Tor, aber die Verarbeitung des Balles vor diesem Treffer war richtig klasse. Dann die Frage, wurde es nochmal brenzlig? Rode Heso mit der Flanke und Außenpfosten. 5 Minuten vor dem Ende, Hannover fuhr nochmal eine Schlussoffensive, das gab Räume zum Kontern, langer Ball von Borg, Kobert gewinnt das Laufduell gegen 2, super Ball auf Nathaniel Amatei Amamu, 3:1, das ist die Entscheidung. Nathaniel Amamu, lange verletzt, aber in jedem seiner 3 Pflichtspiele in dieser Saison mit einem Treffer, so auch hier gegen den HSC Hannover. Ein 3:1 Sieg, das Endresultat im Wiederholungsspiel. Es ist der 2. Dreier in Serie in der Regionalliga Nord. Und so langsam geht's nach einer zwischenzeitlichen Durchstrecke wieder aufwärts. Am Sonntag geht's dann zum Auswärtsspiel gegen den Tabellenelften vom VfB Oldenburg. Den Ausgang oberhalb der Tribüne Block A 1 zu